Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Er kam nicht ans Kreuz, dass wir sagen, ach, wir sind Christen und leben, wie wir wollen, sondern er in uns, wir in ihm. Und dann fallen all die religiösen Teile weg, wo du sagst, ich muss, sondern hier in dieser Oneness ist nur Liebe. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Im Jahr 2000 waren wir hier zusammen, hatten eine Konferenz mit einer anderen Gemeinde und da gab es viel, viel Aufbruch und wir haben da viel Gutes erlebt und im Jahr 2000 begann eine Welle hier in Karlsruhe der Versöhnung der Gemeinden. Wir haben seither so eine Einheit, die gewachsen ist, eine freundschaftliche Einheit, die gewachsen ist mit über 30 Leitern von Gemeinden, von Kirchen, von Werken. Und das ist was Wunderbares. Wir treffen uns ja jeden Donnerstagmorgen hier zum Gebet und zum Frühstück und das ist was richtig Gutes. Später gab es eine Veranstaltung hier, wo spontan Generationen aufeinander zugegangen sind und haben sich vergeben und die Jugend und die Älteren lagen sich in den Armen. Und da hat sich was verändert hier auch in der Stadt. Und das merkt man auch, wenn wir gerade über gemeindliche Gottesdienste haben, ist das was Wunderbares. Und vor kurzem haben wir eine Veranstaltung hier, da hat auf der Bühne haben sich Nationen versöhnt. Und das war so was Herrliches. Und ich sage dir, das ist das, was wir auch brauchen, was hier wächst. Und so viele schauen in ein neues Jahr rein mit so viel Schmerz. Was wird auf mich zukommen? Ich sage dir, schau aus den Augen, aus der Perspektive unseres Gottes. Es wird was Wunderbares geschehen. Und die Dinge, die schwierig sind, wenn du sie aus den Augen, aus der Augenhöhe Gottes siehst, werden sie ganz anders aussehen. Nämlich dann wird ein Unmöglich möglich sein. Wieso sage ich das alles? Auf uns kam jemand zu und hat gesagt, es war ein englisch sprechender Pastor. Dieser Pastor hat gesagt, dass wir hier eine Stätte der Einheit werden. Und dann hat er es auf Englisch ausgedrückt. Er hat gesagt, es wird nicht nur Unity sein, sondern Oneness. Ich bin auf Webseiten gegangen und habe gegoogelt und habe gedacht, also beides heißt eigentlich Einheit. Und dann habe ich nachgebohrt. Ich habe nachgebohrt und habe in der Bibel nachgebohrt und tatsächlich im Deutschen, wie so vieles, heißt Einheit, 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 Einheit. Und da gibt es so viele unterschiedliche, genauso mit Liebe. Liebe heißt, also in der Bibel heißt es Liebe, aber es wird so viel unterschieden, auch im Griechischen und auch im Hebräischen wird so vieles unterschieden. Ich habe nachgeforscht und dann habe ich wirklich gefunden, was Oneness bedeutet und was Unity bedeutet. Und das ist was, wo ich euch heute rüberbringen möchte. Jeder sucht Einheit. Die Politiker suchen Einheit. Die Parteien sagen immer wieder, jetzt wollen wir wieder in Einheit vorwärts gehen, bis einer kommt und wieder querschießt. Und die Vereine wollen irgendwo Einheit. Die Fußballmannschaft will Einheit haben auf dem Spielfeld. Und es gibt so viele Einheiten, die man haben möchte im Gottesdienst, in der Familie. Überall will man eigentlich Einheit halten. Aber dann gibt es die Oneness, wie ich schon sagte, Oneness, Einheit. Und das hat eine tiefere Bedeutung.
Und da habe ich einen Bibelvers gefunden und das ist ganz interessant. Ich habe mal die Message Bible genommen und habe nach Oneness gesucht und genau dieser Bibelvers, den ich euch jetzt in Deutsch vorlese, traf auf die Oneness zu, nicht auf die Unity. In der englischen Übersetzung gibt es so viele Unities, aber hier war Oneness. Johannes 17, Vers 21. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Das ist wirklich, das ist das, was die Bibel Oneness bezeichnet, als Oneness bezeichnet. Unity habe ich nachgeforscht, was unter Unity zu sehen ist. Unity ist ein gemeinsames Interesse. Ein gemeinsames Interesse. Zum Beispiel, wir haben uns heute Morgen zum Gottesdienst getroffen. Das ist Unity, ein einheitliches Interesse. Und ich habe hier so eine Becherlandschaft aufgebaut und möchte es euch mal ein bisschen optisch darstellen, einheitliches Interesse. Wir sind heute hier und da gibt es Menschen, die sagen, ja, wir kommen zusammen und die bunten Becher sind alles Namen. Ich habe hier verschiedene Namen draufgeschrieben. Hier steht Martin drauf, hier steht Benjamin drauf und so weiter. Wir treffen uns zusammen und der Herr Jesus, er soll der Mittelpunkt sein unseres Zusammentreffens. Und wir haben eine Einheit. Dann gibt es welche, die sagen, nee, also ich bete nicht zu Jesus, ich bete eigentlich zum Vater. Ich bin ganz nah dem, wir holen den Vater in den Mittelpunkt. Dann gibt es die, die mit dem Heiligen Geist so stark unterwegs sind, die sagen, ja, also Jesus, ja, aber Jesus hat den Heiligen Geist in uns gesandt und wir sollen eigentlich zu dem Heiligen Geist beten. Und sie sind dann ganz nah mit dem Heiligen Geist und der Vater ist ein Stück weg und so weiter. Dann kommen wir aber in die Bibel hinein und lesen irgendwo, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Einheit bilden. Stimmt's? Die heilige Dreieinigkeit. Ja, dann sagen wir, gut, wir holen die heilige Dreieinigkeit in unserer Mitte, sind glücklich und das ist genau die Unity-Einheit. Sei du in unserer Mitte, wir sind glücklich und dann unter der Woche, dann sind wir, die heilige Dreieinigkeit ist noch in der Kirche und wir sind irgendwo unterwegs. Und ja, einer ist in der Kirche geblieben, okay. Ja, und dann sagen wir, ja, Herr, komm doch du in uns und lebe du in uns. Wir kennen das und vor kurzem hatte ich eine Predigt über göttliche Gunst, wo ich über Bitterkeit, Neid, Eifersucht gesprochen habe. Und wenn das in uns ist, und die heilige Dreieinigkeit möchte in uns kommen. Seht ihr, wie das funktioniert? Es kann nicht richtig rein. Ja, und das kann man jetzt noch richtig groß ausführen, aber ich möchte eigentlich auf die Oneness kommen. Und ihr Lieben, die Oneness, wenn wir das sehen, und ich möchte das Bibelwort mit zur Hand nehmen, wir sind uns einig, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das sind wir uns einig, dass die zusammengehören. Aber ich möchte euch noch was vorweg zeigen. Es heißt Johannes 17, Vers 21, sie alle sollen eins sein. Sie alle sollen eins sein. Sie alle eins. Okay. Sie alle sollen eins sein. Genau so wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir, der Vater im Sohn, bist und ich in dir bin,
sollen auch sie in uns sein. Und wir haben es ja gerade gesagt, die heilige Dreieinigkeit, die gehören zusammen. Wir in ihm, er in uns und so weiter. Dieser Bibelvers, und das ist Oneness. Nicht Herr, sei du in unserer Mitte, sondern sei du in uns. Und aber nicht sei du in uns und der nebendran ist mir egal, sondern alle zusammen im Herrn zusammen. Und ihr Lieben, was mir da eingefallen ist, ist das, was an Pfingsten geschehen ist. Es war das Fundament der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde wurde gegründet und manche Bibelübersetzung sagt, als sie zusammen in Einheit waren, fiel der Heilige Geist. Stimmt's? Es heißt nicht, als sie alle in einem Raum waren, fiel der Heilige Geist, sondern als sie eins waren. Und ich glaube, diese Konstellation, die hatten sie schon vorher. Ach, der Herr Jesus, und wir haben ihn erlebt und so weiter. Ihr wisst, zwischen Ostern und Pfingsten, die vielen Tage, die da lagen, ich glaube nicht, dass die ganzen Tage irgendwo abgewartet haben und nichts gesagt, sondern die haben alle erzählt und ja, und ich war ihm näher und dann der Petrus und so weiter. Ja, und als sie einmütig beisammen waren, fiel der Heilige Geist. Und ich sage euch, die Oneness, dieses da, das ist das Fundament, das Gott Zeichen und Wunder tut. Das ist das. Hier ist es manchmal schwierig. Aus Gnade empfangen wir ja einiges. Aber ihr Lieben, wir brauchen wirklich das, wo wir auch in Zukunft leben möchten. Wenn wir jetzt hergehen, der nächste Bibelvers in Johannes 15, Vers 5, da heißt es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, so wie ich in ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Wer in mir bleibt, wie ich in ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Es heißt nicht, wer einfach dabei ist, sondern wer in mir und ich in ihm. Und so geht das Ganze. Ihr kennt alle Weinberge. Und manche leben in einer Gegend, wo es Weinberge hat, ganze Hänge voll Weinstöcke, wo man so viel, und die sind heutzutage so kerzengrad, das ist so richtig schön anzuschauen. Aber so ein Weinberg möchte ich vergleichen mit Unity. Die sind alle nebeneinander friedlich, die vertragen sich, die sehen schön aus, alle nebeneinander. Aber das ist so ein Bild für Unity. Aber dann gibt es der Weinstock und die Rebe. Und von dem her ist hier die Rede. Der Weinstock und die Rebe. Und die Rebe ist verwachsen in den Weinstock. Die ist nicht nur nebendran, aber was verbunden ist, nicht was Christ ist, wisst ihr, Weintraube kann auf dem Boden liegen, die kann irgendwo auf dem Tisch liegen, aber das, was verbunden ist, das wird Frucht bringen. Und das ist das, ihr Lieben, das ist was anderes wie, wir sind irgendwo alle dabei. Ja, wir sind Christen, wir haben uns irgendwann mal bekehrt. Alles recht gut und schön, aber ich sag dir, wenn du es interessant haben möchtest, dass was passiert, dann lebe Oneness. Noch ein paar Beispiele. Welches Fundament nimmst du oder auf welchem Fundament stehst du? Auf dem praktisch göttlichen oder auf dem emotionalen? Und das sind Interessengemeinschaften, da ist viel Emotion drin. Ach, heute haben wir den Herrn ganz arg lieb, sagt man bei uns. Hat man ganz arg lieb, weil es ist doch Sonntag. Oder es ist doch Weihnachten, es ist doch Heiligabend. Heute haben wir ihn ganz arg lieb, das sind Emotionen. Aber hier heißt es, ich in ihm, du in mir und so weiter. Da sind wir mit ihm verwachsen. Ich möchte gerade einen kurzen Streifzug machen. Ihr wisst, dass ich
auf dem Turn war. Und was mich da so überrascht hat, ist, dass wir uns unglaublich gut verstanden haben und in 7 Tagen auf engstem Raum keinen Stress hatten. Also auch kein Zoff miteinander. Und als ich hier weggefahren bin, hat unser Lazarus, so heißt unser EDV-Mensch, der heißt Lazarus, der lebt noch, der hat gesagt, Daniel, ich bin selber Skipper, mach das nicht. 10 Männer auf einem Boot eine Woche, das kann nicht gut gehen. Und ja, mit gemischten Gefühlen bin ich dorthin. Bin dort angekommen, dann hat's die neuen Kollegen gesehen und die waren so unterschiedlich. Und dann sind wir zum Einkaufen geschickt worden und ja, 10 Männer, die einkaufen, ja, 9 waren wir, die eingekauft haben. Und dann, nee, das mag ich nicht, nimm das, nee, das mag ich nicht. Ja, von dem nimm viel, weil das ist mein und so weiter, da ging's. Ich habe nicht gewusst, dass so viele Männer auf Schokoladenaufstrich stehen. Dass wir haben gläserweiß von dem Zeug gekauft und das ging auch weg, wo ich gedacht habe, nee, das ist jetzt nicht mein Ding. Okay, ja, das war das eine. Und dann kamen wir auf das Boot, da war eine Matte, da stand drauf, the King is here. Also der König ist hier. Da dachte ich, wow, das ist eine Ansage. Ja, dann sind wir losgefahren und dann der Skipper hat kurz gebetet und hat gesagt, so, jetzt geht's los, Männer, wir fahren jetzt los, schön, dass ihr da seid. Kein Lobpreis, keine Stunde Predigt, keine halbe Stunde irgendwas, sondern er hat gebetet und die Herrlichkeit Gottes war da. Und ihr Lieben, das war für mich ein Erlebnis, weil ich kenne immer nur Lobpreis, Predigt, Opfer, Schlusssegen. Also, so die Abläufe. Also, das war sowas von, wo ich gesagt habe, wie kann es sein, ohne dass wir eine halbe Stunde singen, dass Gott da ist? Aber er war da. Und das war sowas von herrlich. Es war so Gegenwart Gottes da. Und dann haben wir uns gegenseitig vorgestellt abends. Dann dachte ich, oh, sind die unterschiedlich. Die haben Geschäftsleute, der eine das so, der eine bekommt das nicht auf die Reihe, der andere ist ganz anders und so. Dann denke ich, boah, kann das gut gehen. Und dann kam der Skipper und hat gesagt, erstmals Vertrauen zum Schiff, dass wir wussten, wir sind sicher, dass nichts passieren kann. Und dann hat er gesagt, Gehorsam ist wichtig, wer mir nicht gehorcht, der fliegt nicht wie in der Bibel über Bord, aber am nächsten Hafen muss er raus. Und mit diesem sind wir praktisch weitergegangen und sind auch dann 7 Tage unterwegs gewesen. Und ihr Lieben, ich habe den Grund gesucht, warum verstehen wir uns, obwohl wir so unterschiedlich sind? Ich habe herausgefunden, wir alle haben ein tieferes Erlebnis mit Gott gesucht. Wir wollten nicht einfach so schön in die schönen Buchten und so schön fahren und Spaß haben. Das war auch mit dabei. Wir hatten schöne Zeit, aber wir alle haben ein tiefes Erlebnis mit Gott gesucht. Und ihr Lieben, und Gott war gegenwärtig. Und als wir so in dieser Oneness unterwegs waren, gab es manchmal so Dinge, wo so, ja, wir haben nicht den ganzen Tag über Bibel geredet oder Bibelstellen, sondern über unser Leben. Und da hat einer dem anderen geholfen, wie er es tun würde. Und wir hatten auch Inputs, das war alles eine tolle Sache. Aber dann gab es manchmal so beim Essen, da ging es mit dem einen und anderen durch und dann hat er also ein bisschen übermäßig Spaß gemacht. Wir dürfen ja Spaß haben, aber es gibt irgendwo auch eine Grenze, wo man sagt, okay, da müssen wir dann wirklich eine Linie ziehen. Dann kam der Skipper und hat gesagt, Leute, das, was ihr jetzt redet, das redet man auch im Boot nebendran. Das war für uns wieder die Sache. Wir sind so langsam auf diese Richtung abgedriftet. Ja, wir sind da gemeinsam unterwegs, wo er uns wieder eingeschärft hat, Leute, wir haben ein anderes Ziel wie die da drüben. Wir haben ein anderes Ziel. Und ich sage dir, die Oneness, das Eins, er in uns, wir in ihm. Und das ist, wir sind immer schnell dabei hier, ja, alles gut, ach ja, und so weiter.
ich sag dir, das soll dir in der Zukunft wirklich ein Beispiel sein. Darum habe ich auch heute das bisschen optisch dargestellt, dass du immer bestrebt bist, Herr, ja, du in mir und ich in dir. Und das Ganze als eine Einheit. Und nicht alleine, seht ihr, da sind alle mit dabei, der Daniel, die Isolde, die Maria, der Bernd, die Eva, der Benjamin, der Martin und wie ihr alle heißt. Und nicht irgendwo, ja, hast du den auch gesehen? Ja, ja, der war auch mal wieder da. Nein, wir sind Teilhaber, ihr Lieben, an dem Wunder, was am Kreuz geschehen ist. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, nicht, dass wir so schöne Gottesdienste feiern, naja, war mal wieder nett, sondern dass wir, wenn wir, wir sind mit ihm vereint und mit ihm vereint erleben wir das, was in ihm ist. Amen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ihr Lieben, das ist Oneness. In Oneness steckt die Kraft des Blutes und die ganze Freiheit, die Jesus am Kreuz geschaffen hat. Hier steckt so viel Dynamik in uns selbst. Nee, heute mag ich nicht. Weißt, gestern bin ich enttäuscht worden von dem und heute nicht ganz so nah, weil ich weiß nicht, ob ich noch in Sünde lebe und so weiter. Das ganze Gezerfe hier, ihr Lieben, er kam nicht am Kreuz, nicht ans Kreuz, dass wir sagen, ach, wir sind Christen und leben, wie wir wollen, sondern er in uns, wir in ihm. Er in uns, wir in ihm. Und ihr Lieben, wenn wir in ihm sind, dann können wir auch vergeben. Dann geht auch die Bitterkeit. Hier hat keine Bitterkeit mehr zwischendrin Platz. Keine Bitterkeit, kein Neid, kein Zoff und alles, das hat hier keinen Platz. Hier hat es eine Menge Platz. Und ja, also ersten Sonntag ist meistens Abendmahl, da vergebe ich wieder meinen Ding, da bin ich dann wieder näher. Ich sag dir, lebe diesen Lebensstil. Und Oneness ist wirklich ein Lebensstil. Oneness führt wirklich aus der Gefangenschaft heraus. Oneness ist, ihr Lieben, auch der ganz, da ist der ganze Frieden drin. Der ganze Frieden ist inklusive. Und ihr Lieben, das ist nicht, ich muss dich lieben. Das ist die Geschichte. Ach, ich muss dich ja lieben. Sondern hier steckst du in der Oneness total im Frieden drin. Und das ist das, was wir brauchen. Leben in der Einheit. Ihr Lieben, das Verschmolzensein mit Jesus. Nicht ich kenne Jesus. Ja, der Teufel kennt Jesus auch. Der kennt ihn besser wahrscheinlich wie wir. Der kennt ihn auch, der Teufel. Er weiß auch die Kraft von Jesus, vielleicht besser wie wir. Aber verschmolzen mit ihm zu sein, das ist was ganz anderes. Und jetzt möchte ich euch den gleichen Vers nochmal aus der, oder der nächste Vers ist es aus der Message-Bibel in Deutsch übersetzt vorlesen. Johannes 17, 22 und 23. Die gleiche Herrlichkeit, die du mir gabst, gab ich ihnen. Also werden sie so vereint sein wie wir. Ich in ihnen und du in mir. Dann werden sie in dieser Oneness-Einheit reif sein. Und diese Reife, heißt es dann weiter, dies gibt der gottlosen Welt den Beweis, dass du mich geschickt hast und sie genauso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das heißt also, wenn wir das schaffen, dann sind wir reif. Und ihr Lieben, wenn wir das schaffen, leben wir als Christ. Den einen hat es umgehauen. Dann leben wir als Christ, vielleicht auch Religion. Aber wenn wir das schaffen, sind wir reif. Und es heißt hier, und dann, wenn wir reif sind, sind wir ein Werkzeug für diese Welt. Und dann fallen all die religiösen Teile weg, wo du sagst, ich muss, sondern hier in dieser Oneness ist nur Liebe, ist Vergebung. Da ist alles drin, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und ihr Lieben, dann haben wir wirklich der Welt etwas zu sagen. Und
dann werden auch noch viel mehr Zeichen und Wunder geschehen. Ihr Lieben, denn aus der Einheit, aus der Oneness, ich in ihm, du in mir und so weiter, da kommt wirklich dann auch der Segen heraus. Und auch bei dir. Und ich sage dir, lasst uns die Kraft aus dem Wort Gottes sehen, indem wir leben. Er in uns und wir in ihm. Und ihr Lieben, wollen wir das tun? Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.